Ohne Diffusor auf der höchsten Stufe macht das so ein Licht. Heute kommen wir zum letzten Bundle, das dritte Bundle der drei Bundles. Zwei hatte ich letzte Woche schon vorgestellt und zwar geht es heute um das Foto- und Video-Creator-Bundle von LightWire-Torch. Ich fange wie im letzten Video an, mal ganz kurz die Komponenten vorgestellt, was sich alles in dem Bundle befindet. Logischerweise die LightWire-Torch, dann wieder zwei Diffusoren, ein Warmlichtdiffusor und ein Tageslichtdiffusor. Dann die beiden obligatorischen Metallplättchen, die auf der Rückseite mit dem Klebestreifen versehen sind, um das Ganze befestigen an Kunststoff und Holz zum Beispiel, weil ne, LightWire-Torch ist ja hinten magnetisch. Eine GoPro-Halterung, jetzt das Wichtigste, die verschiedenen Farbfilter, dann die Halterung für die Farbfilter. Die werden einfach oben an der LightWire-Torch angebracht. Vorher wird natürlich dann ein Farbfilter eingesetzt. Und das erklärt übrigens auch, warum diese Halterung hier fünf Stück von da sind. Da kann man sich praktisch schon so ein Set vorbereiten und geht einfach hin und sagt so, ich habe jetzt hier Lust auf blaues Licht. Ne, und dann will ich das wechseln, weil ich mal eben ganz schnell während der Aufnahme auf ein grünes Licht wechsle und kann dann hier einfach dementsprechend die vorbereiteten Farbfilterscheiben dann einsetzen. Ganz interessant natürlich auch die Barndoors, wirklich für so einen kleinen Strahler. Ganz interessant auch mit dem Lichtrichten und da kann man natürlich auch hinten auf der Rückseite jeden dieser Filter, die hier auf dem Tisch liegen, einfach anbringen. Hätte ich jetzt beinahe vergessen, weil es so klein und unscheinbar ist, aber ganz wichtiges Accessoire ist hier die Blitzschuhhalterung, um die LightWire-Torch dann dementsprechend auf der Kamera oben dann zu befestigen. Das spannendste Zubehörteil aus dem Set sind für mich die Barndoors. Sehr klasse. Ich habe hier jetzt mal den roten Farbfilter eingelegt und werde jetzt mal einfach hier die Leuchte anmachen. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Situation, wenn ich etwas abfilmen würde mit dem roten Licht. Ob das jetzt passt oder nicht, ist eigentlich immer vollkommen egal. Ich habe die Farbe genommen, weil es halt eben auffällig ist. Das ist die Stufe 1, das ist die Stufe 2 und das ist die Stufe 3. Ihr könnt es noch nicht sehen. Ich zeige es gleich hinterher nochmal in dem nächsten Take. Das ist jetzt das Licht. Ganz offen, als wenn die Barndoors gar nicht vorhanden wären. Und ich gehe jetzt einfach mal hin für euch und lege jetzt hier die Flügel um. Da könnt ihr sehen, dass hier schon eine Begrenzung am Rand stattfindet. Oben die Barndoor unten und runter. Und wenn ich das Ganze jetzt bündig hier mache, dann seht ihr auch, ihr habt also jetzt ein richtiges Rechteck, was natürlich zum Rand etwas abfällt. Das ist auch ganz normal. Das ist ja auch jetzt nicht blickdicht. Und ihr könnt hier also dann hingehen und könnt mit dem Licht einfach so ein bisschen kleine Effekte hier reinbringen. Jetzt zum Beispiel irgendetwas jetzt dann streifig beleuchten oder fotografieren oder abvideografieren mit der entsprechenden Farbeinstellung. Die LightWire-Torch macht ja ein extrem helles Licht. Es gibt zwei Diffusoren aus Silikon, die dabei sind. Das ist die LightWire-Torch ohne Diffusor. Ohne Diffusor auf der höchsten Stufe macht das so ein Licht. Mit dem weißen Diffusor auf der LightWire-Torch ist das schon wesentlich angenehmer. Softbox-Effekt. Aber der Oberknaller, das ist hier diese Diffusorleuchte mit diesem warmen Farbton. Für die Fotografie oder für die Videografie, ich setze sowas ganz gern bei der Videografie ein. Das ist eigentlich im Augenblick so meine Lieblingsleuchte, wenn ich halt mal eben so ein kleines Licht vor unterwegs irgendwie brauche, wenn ich unterwegs bin und irgendwelche Leute abfotografiere. Das sind also diese beiden Diffusoren, die dabei sind. Tja, das war's schon wieder. Das mal ganz kurz hier vorgestellt, das Foto- und Videobundle. Das Kernelement für mich ist eigentlich hier mit dem Videobundle die Barndoors. Finde ich absolut großartig, dass man das Licht hier auch so ein bisschen ausrichten kann. Die verschiedenen Farbscheiben logischerweise auch. Der Rest, der jetzt in diesem Set ist, wie zum Beispiel halt eben auch diese beiden Diffusoren oder halt eben auch jetzt hier die Metallplättchen. Das haben wir alle schon in anderen Videos gezeigt. Für die Leute, die gar nicht wissen, was LightWire-Torch ist, unter dem Video ist eine Playlist verlinkt, da ist alles drin, könnt euch alles anschauen. Auch die GoPro-Halterung ist im Prinzip halt eben eine Halterung für eine GoPro-Halterung, wo die LightWire-Torch auch befestigt werden kann. Wer das nicht dann noch mit einsetzen möchte, ist alles selbsterklärend. Aber hier in diesem Video ging es ja hauptsächlich um die Video- und Foto-Edition. Und das sind für mich die Farbfilter mit den Barndoors und den beiden Kalotten. Das soll es von hier aus gewesen sein. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Thank you.